Heute in der Sendung: Abgeordnetenhaus, Regierungserklärung nach den Kommunalwahlen. Ost-Berlin, Momper bei de Maizière. Und Jugend trainiert, 30.000 im Olympiastadion. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die politische Landschaft der DDR hat mit den Kommunalwahlen ein etwas verlässlicheres Bild bekommen. Klare Mehrheiten gibt es gleichwohl nicht. Auch im Roten Rathaus muss eine Koalition gebildet werden, die vermutlich keiner Partei richtig behagt. Aber wo so viel zu wenden ist, tut es andererseits sicherlich gut, wenn möglichst viele und gerade auch aus unterschiedlichen Ecken gemeinsam anpacken. Das Abgeordnetenhaus, Parlament für nur eine Hälfte der Stadt zwar, aber natürlich mit Blick auf die Zukunft des gesamten Berlins, sah heute einmal mehr über Tellerrand und Mauerreste auf die Situation in der DDR nach der Kommunalwahl und vor der Vereinigung. Dazu gab es eine Regierungserklärung mit Walter Momper mit anschließender Aussprache. Aus dem Rathaus Schöneberg berichtet Joachim Lorenz. Tino Schwirziner, Ost-Berlins zukünftiger Oberbürgermeister, war aufmerksamer Zaungast. Er wollte Atmosphäre schnuppern und verfolgte mit Zustimmung den Appell Walter Mompers zu einer engen Zusammenarbeit beider Stadthälften noch vor der politischen Wiedervereinigung. Als ersten Schritt auf diesem Weg schlug Momper eine gemeinsame Sitzung von Magistrat und Senat im Roten Rathaus vor und einen Gesamtberliner Rat der Bürgermeister. Innerhalb Berlins sollte es völlige Freizügigkeit geben. Die Mauer muss restlos und sie muss ersatzlos abgerissen werden. Spätestens mit der Währungsunion darf es in der Stadt und um die Stadt herum keine Zollkontrollen mehr geben. Personenkontrollen werden überflüssig, sobald es Kontrollen nach gemeinsamen Regeln an den deutschen Außengrenzen gibt. Zustimmung und Beifall erhielt der regierende Bürgermeister, als er den Hauptstadtanspruch Berlins unterstrich. Die Stadt sei der einzige Ort, der beide Teile Deutschlands gleichberechtigt repräsentiere. Zustimmung auch von der CDU, für die Fraktionschef Diebken ausdrücklich Zusammenarbeit anbot, auch wenn bei den Christdemokraten Zweifel unüberhörbar waren. Manchmal habe ich den Eindruck, dieser Senat ist ein amüsantes Puppentheater. Der Streit im Senat mit hohem Unterhaltungswert. Aber was mich so belastet, meine Damen und Herren, ist, dass an den Strippen eben nicht Puppen hängen, sondern Millionen von Menschen und viel, viel Geld und viele, viele Arbeitsplätze. Und meine Damen und Herren, so darf es eben nicht weitergehen. Nach Ansicht der AL muss Berlin ein Gegengewicht zu Bonn bilden. Ob Berlin Hauptstadt werde, müsse ein Volksentscheid klären. Klage führten die Republikaner. Sie waren bisher von allen DDR-Wahlen ausgeschlossen. Kurzer Kommentar, Schwirziner, zu Form und Inhalt der Debatte. Ich bin, wie viele Dinge, heute zum ersten Mal in meinem Leben mit dem Parlament in West-Berlin in Berührung gekommen. Ich bin beeindruckt über die Lebhaftigkeit der Auseinandersetzung. Der Inhalt der Regierungserklärung ist mir nicht ganz fremd gewesen, da ja gewisse Deckungsgleichheit in der Auffassung der Sozialdemokraten Ost mit denen unserer Schwesterparteien in West-Berlin besteht. Und was sagen Sie zur Opposition? Erstaunlich, muss ich sagen. Ganz erstaunlich, was Herr Diebken da gesagt hat. Positiv oder negativ erstaunlich? Erstaunlich im positiven Sinne. Können Sie uns noch ganz kurz etwas sagen zum Stand der Koalitionsverhandlungen im Ostteil der Stadt? Ja, ich hatte am Anfang der Woche eine Kleiderordnung aufgestellt, nach der ich gesagt habe, es werden Sondierungsgespräche mit allen Gruppierungen und Parteien geführt. Die werden morgen abgearbeitet sein, die ersten Gesprächsrunden. Und dann werden wir weitersehen. Mit Sicherheit wird die erste Gesprächsrunde noch nicht dazu da sein, zu sagen, es geht, sondern es ist ein Abklopfen von Positionen erst einmal. Glauben Sie denn immer noch an eine größere Koalition, die auch das Bündnis 90 mit einschließt? Ich finde es schön, dass Sie das Wort große Koalition vermieden haben. Den 34% plus 17% können Sie selber rechnerisch aussehen, wie groß diese Koalition ist. Ich bemühe mich, zu einer breiten Koalition zu kommen, gerade mit den Kräften des Bündnisses 90. Die sollten darin enthalten sein, weil ich der Auffassung bin, diese Kräfte waren es, die ja die revolutionären Gedankengänge in Bewegung gesetzt haben. Und die Veränderungen, die sich in der DDR ergeben haben, sind ja darauf zurückzuführen. Und sie sollten nicht schon wieder vor der Tür stehen. Wir bleiben im Plenarsaal des Rathauses Schöneberg. Der Forschungsreaktor des Hahn-Meitner-Instituts erweist sich zunehmend als Kernspaltpilz zwischen dem Senat und Bonn und innerhalb der Berliner Koalition. Heute bietet das Thema in einer Aktuellen Stunde des Abgeordnetenhauses erneut Anlass zur intensiven Pflege der Streitkultur. Ebenfalls auf der Tagesordnung die Randale am 1. Mai. Steine statt Argumente. Im Rathaus Argumente gegen Steine. Wir schalten jetzt direkt zu Siegfried Schenk, um von ihm etwas zum Verlauf der Sitzung zu hören.
Ja, im ersten Teil der Aktuellen Stunde ging es um den Polizeieinsatz am 1. Mai in Kreuzberg. Und alle Fraktionen, bis auf die Republikaner, waren sich darin einig, dass die Polizei angemessen reagiert hat. Die Republikaner haben einen Misstrauensantrag gegen Innensenator Petzold gestellt, über den am 31. Mai entschieden wird. Es war eine Debatte eigentlich ohne Höhepunkte, aber Leben kam ins Parlament, als es um Hahn Meitner ging. Herr Schütze, Sie haben den regierenden Bürgermeister der Lüge bezichtigt. Sie haben gesagt, er habe versprochen, Ende Mai die Betriebsgenehmigung zu erteilen. Dieses sei nicht geschehen. Ja, das ist richtig. Herr Momper hat wieder einmal sein Wort gebrochen. Er hatte verbindlich im Parlament und auch Frau Riedmüller-Seel hatte verbindlich im Parlament zugesagt, dass die Genehmigung erteilt werden wird. Dies ist nicht der Fall. Mit fadenscheinigen Argumenten wird die Genehmigung hinausgezögert. Wir sehen das große Problem, dass nach der Akademie der Wissenschaften jetzt auch das Hahn-Meitner-Institut in Berlin zerstört werden soll. Und damit entsteht der Berliner Forschungslandschaft ein erheblicher Schaden, der mit riesen Steuergelderverschwendung verbunden ist. Denn es geht eine Investition von 170 Millionen Mark verloren. Frau Riedmüller, Sie stehen ja nicht nur unter dem Druck der Opposition, Sie stehen unter dem Druck aus den eigenen Reihen, Sie stehen unter dem Druck von Frau Schreyer, Sie stehen unter dem Druck vom Bundesforschungsminister Riesenhuber, der droht 170 Millionen zu stornieren. Sie müssten tief in die Tasche greifen, da werden Sie lange suchen müssen, da ist nichts da. Und es kommt noch hinzu, dass 800 Arbeitsplätze beim Hahn-Meitner-Institut in Gefahr sind. Wenn Sie das alles aufzählen, dann muss es mir ganz schlecht gehen. Ich fühle mich nicht unter Druck. Ich vertrete die forschungspolitischen Interessen des Landes Berlins. Die vertrete ich allerdings nachhaltig. Und ich werde zu verhindern wissen, dass es zu der Androhung von Herrn Riesenhuber kommt, die erstmal ein Schreckschuss ist. Der Bund kann sich gegenwärtig vertraglich aus dem Hahn-Meitner-Institut nicht zurückziehen. Dies widerspricht den Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern. Dies könnte er allerdings Ende 91 tun, aber ich gehe davon aus, dass bis dorthin die Wissenschaftler längst am Forschungsreaktor arbeiten. Aber Sie müssen sich ja noch mit Frau Schreyer auseinandersetzen, die ja verschoben hat, aber am 18. Juli soll es dann wirklich soweit sein, aber keiner glaubt es so recht. Der Senat hat den Beschluss gefasst, die Potsdamer Bürger einen informellen Erörterungsverfahren zu beteiligen. Dies war rechtlich nicht zwingend, aber wir waren der Meinung, dass es politisch nach der Öffnung der Mauer geboten ist, dies zu tun. Zu dieser Entscheidung stehe ich, zumal wir im augenblicklichen Verfahren stand, den Reaktor ohnehin erst Juni, Juli in Betrieb hätten nehmen können, weil, wie die Gesellschaft für Reaktorsicherheit ja gesagt hat, noch einige Dinge im Objektschutz zu regeln sind, einige andere Dinge technischer Art noch zu regeln waren, sodass keine Verfahrensverzögerung eintritt. Sie haben Ihr Wort gegeben, Frau Riedmüller, dass es am 31. oder am Ende Mai soweit sei. Das Wort ist nicht gehalten worden. Sie haben Ihr Wort erneut gegeben für den 18. Juli. Halten Sie es aufrecht? Ich halte es aufrecht. Ich und auch der regierende Bürgermeister immer gesagt, dass wir nach Recht und Gesetz prüfen. Sollte sich hier rechtliche Verfahrensprobleme ergeben, können wir natürlich unser Wort auch nicht halten, ohne rechtsbrüchig zu werden. Und damit gebe ich zurück ins Studio zu Friedrich Moll. Ja, danke schön, Siegfried Schenk. Und nun unsere Nachrichten mit Jana Luca. Gute Konjunkturaussichten für die Berliner Wirtschaft meldete heute die Industrie- und Handelskammer. Industrieunternehmen sowie Einzel- und Großhandel sind mit dem Verlauf ihrer Geschäfte im ersten Quartal sehr zufrieden. Die Umsätze im Einzelhandel übertrafen sogar das Vorjahresergebnis. Die IHK erwartet in den kommenden Monaten einen weiteren Konjunkturaufschwung. Im Flugverkehr von und nach Berlin sowie zwischen der Bundesrepublik und der DDR zeichnen sich Verbesserungen ab. Heute trafen sich die drei Westalliierten mit den Sowjets und machten einen erneuten Vorstoß für einen erweiterten Luftverkehrszugang und eine engere Zusammenarbeit der Berliner Luftfahrtbehörden. Die deutsche Lufthansa hat inzwischen beim Bundeskartellamt den geplanten Erwerb von gut 25% an der DDR-Gesellschaft Interflug angemeldet. West-Berlin blieb heute ohne Pakete und Päckchen, als Folge des Warnstreiks im Postamt 77. Weil gestern Abend und heute früh auch die Lokführer und Rangierer streikten, blieben die Waggons mit der Post von gestern die ganze Nacht draußen auf den Gleisen stehen. Erst heute Mittag, kurz vor 12, rollten sie in die Halle des zentralen Paketamtes in der Luckenwalder Straße, rangiert und gefahren von Mitarbeitern der Reichsbahn, die man um Hilfe gebeten hatte. Rund 23.000 Pakete und 10.000 Päckchen, die eigentlich heute früh schon beim Empfänger sein sollten, kommen also erst morgen an. Wie gemeldet streikten hier gestern Abend die Postverteiler. Rund 25.000 Pakete und Päckchen sowie 30 Paletten Drucksendungen, die gestern Berlin verlassen sollten, gingen deshalb erst heute Mittag weg.
Auch beim Postgiroamt am Hallischen Ufer arbeitete heute Morgen eine gesamte Frühschicht nicht. Mittags standen dann die Kollegen vor einem Berg von 140.000 Buchungsaufträgen. Etwa die Hälfte konnte im Laufe des Tages bearbeitet werden, der Rest blieb liegen. Die DDR-Post erhält von der Bundespost einen Kredit in Höhe von 2 Milliarden D-Mark. Damit soll der dringend erforderliche Ausbau des DDR-Telefonnetzes finanziert werden. Zwar reiche das Geld dafür bei weitem nicht aus, doch sei der Kredit gerade jetzt von größter Bedeutung, auch für Existenzgründungen. Das sagte heute in Bonn Telekom-Vorstandschef Ricke. In mehreren Städten der DDR sind heute Beschäftigte verschiedener Berufsgruppen in den Warnstreik getreten. Ihre Forderungen: Kündigungsschutz, Arbeitszeitverkürzung und Anerkennung ihrer Ausbildung in der Bundesrepublik. Auch die Bauern gingen auf die Straße. Aus Protest gegen den Import westdeutscher Nahrungsmittel blockierten sie mehrere Grenzübergänge zur Bundesrepublik. Die Textil-, Leder- und Schuhfabriken in der DDR haben Absatzschwierigkeiten. Die Großhändler boykottieren landeseigene Produkte, um bevorzugte Westartikel zu verkaufen. Dadurch gefährden sie Arbeitsplätze. Grund genug für die Mitarbeiter, auf dem Alexanderplatz zu demonstrieren. Der Handel soll durch unsere Aktion hier gezwungen werden, sich die Schuhe anzugucken und wirklich auch unsere Schuhe zu kaufen. Auch die Kundschaft reagiert sauer. Der Konsum nebenan hat keine Schuhe mehr im Angebot. Hier werden sie direkt vom Wagen und zu günstigen Preisen an den Mann gebracht. Der Großhandel boykottiert doch unseren Handel heute. Denn in den Kaufhallen kaufen wir die Westsachen, weil nicht abgenommen wird, was unsere Betriebe produzieren. Und das Gleiche ist in der Textil- und Schuhindustrie. Der Streik in den städtischen Kindertagesstätten wird morgen fortgesetzt. Die Gewerkschaften fordern weiterhin Tarifverhandlungen. Morgen wird es im Rathaus Schöneberg eine Diskussion über das von der SPD entwickelte Kita-Gesetz geben. Wegen des vorangegangenen 10-wöchigen Kita-Streiks wird der Senat schon zum Juli 247 zusätzliche Erzieherstellen besetzen. Mompa hier, Mompa da. Aus der Abgeordnetenhaussitzung, wo wir ihn gerade noch sahen, fuhr der regierende Bürgermeister schnurstracks nach Ost-Berlin, um sich dort zum ersten Mal offiziell mit dem DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maizière zu treffen. Inzwischen müsste er dort angekommen sein. Wir schalten jetzt um zum Haus des Ministerrats zu Jörg Hafgemeier. Herr Generalbürgermeister, vielleicht ganz kurz für die Abendschau. Können Sie uns sagen, was Sie mit dem Ministerpräsidenten bei diesem ersten offiziellen Treffen im Ministerrat der DDR besprechen werden? Naja, zum einen die Lage, zum zweiten natürlich die Probleme, die sich aus dem Zusammenwachsen und im Zusammenhang mit dem Staatsvertrag ergeben, besonders die Probleme, die die Menschen in der DDR betreffen. Und wenn sie die Menschen in der DDR betreffen, dann betreffen sie uns in West-Berlin auch, denn die sozialen Auswirkungen, Arbeitslosigkeit und dergleichen, die kriegen wir in Berlin, in West-Berlin auch voll serviert. Und natürlich auch die Fragen des Zusammenwachsens, die ja für das Zusammenwachsen zwischen West-Berlin und Ost-Berlin eine große Bedeutung haben. Dann natürlich die ganz praktischen Fragen, Abbau der Grenze, Abbaumauer, Einreiseunion, all das, was damit verbunden ist und was uns in Berlin ebenfalls betrifft. Und die Hauptstadtfrage, da hat der Ministerpräsident ja eine eindeutige Haltung zu Berlin, was mich natürlich freut, und darüber wollen wir uns auch austauschen. Nun kommen Sie als Bundesratspräsident ja auch hierher. Welchen Einfluss können Sie denn in der Bundesrepublik, bei der Bundesregierung, als Bundesratspräsident und regierender Berliner Bürgermeister zu diesen Fragen nehmen? Ja, ich habe mit Tino Schwerzina ja schon abgesprochen, dass wir den Ostberliner Magistrat, wenn er erst im Amt ist, aber auch vorher natürlich, die Ostberliner beraten, beteiligen für die Haltung des Landes Berlin im Bundesrat, selbstverständlich auch zu den Fragen des Staatsvertrages. Und das werde ich natürlich hier mit dem Ministerpräsidenten auch besprechen, weil ich vermute, dass die Interessenlage, so unterschiedlich West-Berlin auch sonst von der DDR sein macht, ziemlich dieselbe ist. Herr Mopper, wird es ein weiteres Treffen geben? Kann man das schon sagen? Davon gehe ich doch aus, ja. Es ist dieses Jahr auch nicht das erste Treffen mit Herrn de Maizière, sondern das dritte, glaube ich schon. Aber ich werde ihn einladen, auch nach West-Berlin zu kommen. Selbstverständlich werden wir ein weiteres Treffen absprechen. Ich nehme an, er wird auch ein Interesse daran haben, und ich werde ihm auch anbieten, was ich einzelnen Ministern, Herrn Distel und Herrn Preis, auch schon angeboten habe, dass er natürlich auch von uns jegliche Hilfe und Unterstützung bekommt, die er braucht und die wir gewähren können. Zum Thema Reiseerleichterung ab der Sommersaison. Das war ja ein wichtiges Gesprächsthema bei der Innenministerkonferenz hier am vergangenen Samstag in Ost-Berlin im Hause des Innenministers Dr. Distel.
Dort wurde angekündigt, zur Reisesaison im Sommer Reiseerleichterung für Bundesbürger, soweit das noch nötig ist. Wie könnten die denn aussehen? Sie haben heute im Abgeordnetenhaus gesagt, Mauer muss fallen, Grenze muss weg, nicht ein Rest des Stacheldrahts darf noch stehen. Ja, ab 2. Juli gibt es überhaupt gar keinen Grund mehr für irgendwelche Zollkontrollen. Wenn Wirtschafts- und Währungseinheit da ist, braucht man in einem einheitlichen Wirtschaftsgebiet keine Zollkontrollen mehr. Das ist das eine. Und das zweite, Personenkontrollen können sofort entfallen, wenn Einreiseunion da ist. Das heißt, wenn an den deutschen Außengrenzen, sprich in Frankfurt oder Zinnwald oder Sassnitz, nach einheitlichen Kriterien wie auch in Bentheim, Salzburg, Autobahn oder sonst wo kontrolliert wird. Das heißt, die Innenminister müssen sich ganz schnell darauf verständigen. Ich denke, das ist auch möglich. Und dann gibt es auch keine Rechtfertigung mehr, auch nicht aus der Sicht der DDR für irgendwelche innerstädtischen Grenzkontrollen in Berlin und natürlich dann auch nicht für innerdeutsche Grenzkontrollen oder etwa für Kontrollen, wie wir sie auf dem Flugplatz Tegel bei Flügen nach Westdeutschland durchaus noch haben. Schönen Dank. Bitte schön. So viel aus Ost-Berlin. Herzlichen Dank an Jörg Hafgemeier. Früh strapaziert die Muskeln, wer aufs Siegertreppchen steigen will für die spätere Auslese. Der Auslese gibt es regelmäßig, die Vorauslese. Bei Jugend trainiert für Olympia, wird für die Medaillen schon mal Anlauf genommen und dabei unter anderem der Ball getreten. Heute war das traditionelle Schüler-Länderspiel Gegner, die Schoolboys aus England. Für uns dabei Markus Streim. 30.000 beim Klassentreffen im Olympiastadion. Zum ersten Mal mit Gästen von Jugend trainiert und Schülern aus Ost-Berlin. Aus Berlin-Blankenburg. Panko! Aus Berlin-Köpenick. Ich komme aus Berlin, Buch. Liegt bei Panko in der Nähe da. Und wir wollen nicht sehen, dass Deutschland gewinnt, wa? Na klar, heute hätte man gleich ziehen können. Nach 22 Siegen und 23 Niederlagen war es möglich. Doch die weiß gekleideten Deutschen standen mächtig unter Erfolgsdruck. 8 Spielminuten waren vorbei. Da klingelte es zum ersten Mal im Netz. Wenn auch mit viel Mühe. Kevin Sharp aus Blackpool, der Glückliche. Vom Glanz des 2:0-Erfolges der bundesdeutschen Nachwuchskicker am Dienstag in München auch danach keine Spur. Und zur Pause hieß es dann sogar 0:3. Martin Smith, der Vollstrecker. Mehr oder weniger egal, was den Schülern von Jugend trainiert, die Handballerin aus Peine. Ich finde die Atmosphäre hier toll. Obwohl die Deutschen zurückliegen. Ja, doch. Aber vielleicht holen sie es ja noch auf. Nachher wieder zum Sport. Habt ihr da große Lust zu bei dem Wetter? Ja, doch. Wir wollen ja Meister werden. Für den Meistertitel im Fehlpassen können sich nach der heutigen Leistung die deutschen Kicker bewerben. Und dass so etwas bestraft wird, ist nur logische Folge. Marc Tinkler zeigt, wie man es macht. 0:4, der Endstand. Blamabel, blamabel. Aber kein Wunder, schließlich war der Unparteiische der einzige Berliner auf dem Platz. Was die trainierende Jugend im Stadion natürlich weniger störte. Naja, wir spielen heute Nachmittag noch Handball halt und hier sind wir halt zum Vergnügen und weil wir uns das Spiel halt einfach mal angucken wollten. Kultur ist nicht unbedingt, wenn viele Leute kommen, aber ein Makel ist es ganz sicher auch nicht. Was heute für die sommerliche Konzertsaison angekündigt wurde, ist allemal für etliche Tausend oder Zehntausend eine Liste von Attraktionen. Pop wie Klassik und jedenfalls populär. Musikalisch-organisatorische Joint Ventures von Veranstaltern aus Ost und West. Uli Zelle zu Plänen, Stars und Sternen. Die Zeichen der Zeit sind auch im DDR-Musikgeschäft nicht zu übersehen. Rock Goes Joint Venture. Im Künstlerclub Möwe in der Ostberliner Hermann-Matern-Straße stellten heute der Westveranstalter Peter Schwenko von Konzertkonzept, die neue Ostagentur Power Music und die gerade gegründete Deutsche Konzertgesellschaft ihr gesamtdeutsches Sommerprogramm vor. Nein, nicht Bruce, aber wo der Boss Hunderttausende begeisterte auf der Radrennbahn Weißensee, sollen am 17. Juni 8 Gruppen für ähnliche Stimmung sorgen. Darunter Mother's Finest, Asia und Status Quo. Mehr als ein Gerücht, aber noch nicht sicher. Elton John, Rod Stewart und David Bowie sollen in die DDR und nach Ost-Berlin kommen. Ein guter Mann des neuen deutschen Films war Rainer Werner Fassbinder. Ingrid Cavenne und andere gestalten eine Hommage an den Regisseur in der Volksbühne Ost am 23. und 24. Juni. Auch unter Vertrag Leonard Bernstein am 2.9. im Schauspielhaus tags zuvor in der Waldbühne. Die Leute der Ostagentur Power Music organisierten früher Konzerte für die FDJ, zum Beispiel Cocker Springsteen oder Dylan in Treptow.
Waren Sie dieser Organisation auch ideologisch verbunden? Natürlich war ich verbunden mit dieser Organisation, wenn man in so einer Organisation arbeitet. Jetzt lernen die Ex-FDJler, wie Musik mit Marketing und Management auf den Markt gebracht wird. Ihre Lehrer, die Veranstaltungsprofis aus dem Westen. Ich muss viele Dinge noch lernen, Tricks, Geflogenheiten und viele Dinge. Schon von Schwenko gelernt, die Anbindung einer Kartenverkaufskette und eines Konzertordnungsdienstes. Zufällig ist die Konzertkasse im Haus der FDJ unter den Linden untergebracht. Noch im letzten Jahr versuchten die Leute von Power Music den Start in die Privatwirtschaft mit Geldern der SED-Jugendorganisation. Das ging schief. Die Gelder der FDJ wurden zurückgegeben im beiderseitigen Einvernehmen. Wir haben uns privatisiert. Es sind Gelder reingeflossen von Gesellschaftern. Wie viel wollte man der Presse nicht anvertrauen, aber auf jeden Fall im Ostboot Peter Schwenko und sein Konzertkonzeptkonzern. Die Kooperation ist sicherlich so ausgerichtet, dass wir erheblich unter 50% beteiligt sind. Das ist der erste Fuß, den Konzertkonzept jetzt ins Ostgeschäft gesetzt hat. Oder stehen schon beide Beine drin? Ich weiß nicht, was Ihre Kamera im Augenblick erfasst hat. Wenn es nur ein Fuß war, dann ist es wohl nur ein Fuß. Als Film in den bundesdeutschen Kinos erwies sich Butterbrot als möglicherweise etwas dünn geschmiert. Ein Publikumsrenner war es jedenfalls nicht. Aber im Theater mag das ja anders sein. Heute Abend ist Premiere in der Komödie am Kurfürstendamm. Ob es ein Leckerbissen wird, sagt Ihnen Evelyn Lazar. Volker Lechtenbrink mal wieder auf einer Berliner Bühne. Raubein mit Babyface, lange Zeit sein Markenzeichen, hat ein paar Falten bekommen. Sie stehen ihm gut. Mit 15 schon begann er seine Karriere als Schauspieler, später auch als Sänger, Regisseur und Texter. Er spielte viele große klassische Theaterrollen, vom Faust bis zum Prinzen von Homburg. Was reizt ihn jetzt am Boulevard? Es ist also nicht Boulevard im üblichen Sinne, obwohl ich auch Boulevard im üblichen Sinne gut finde, wenn es gut gemacht ist. Aber das ist schon ein Stück, das ist an der Grenze, nicht? Das ist also so zwischen Lachen, Weinen und Nachdenken. Das ist also ein sehr, sehr, ist von einem Schauspieler geschrieben, Gabriel Berulli, und das ist auch für Schauspieler sehr reizvoll, weil es sehr, sehr satte Rollen hat. Ein Abend mit Männern. Und das ist wörtlich zu nehmen. Männerwirtschaft zu dritt. Ein Schuhfabrikant, Helmut Staus, ein Architekt, Andreas Kaufmann, und ein Schauspieler, den spielt Lechtenbrink. Alle drei sind keine Kostverächter, doch sie leben nach dem Motto Freiheit über alles. Im Grunde sind sie alle arme Würstchen, denen Liebe und Geborgenheit fehlt. Die wilden Zeiten sind vorbei, übrigens auch für Volker Lechtenbrink, der ja viele Jahre auch mit Skandalen Schlagzeilen machte. Das Multitalent ist älter geworden. Ich finde also, älter zu werden, das ist dazu da, sich zu verändern auch. Also ich möchte auch in 20 Jahren nicht so sein, wie ich heute bin. Aber es macht eigentlich nur Spaß, also mir macht es nur Spaß mit der Vergangenheit, die ich gehabt habe. Also ich muss das gehabt haben, um so zu werden wie heute. Wäre ich das nicht gewesen, hätte ich das Gefühl wahrscheinlich heute, dass ich immer was versäumt habe. Wenn der Schauspieler Stefan im Stück über den Beruf philosophiert, ist da vielleicht auch so ein Stückchen Lechtenbrink zu erkennen? Weißt du, warum die Leute Schauspieler verachten? Weil sie lügen. Ich will nicht mehr lügen. Es gibt Leute, die sind zum Theater gegangen wegen Geld. Ich bin dahin gegangen wegen dem hier. Deswegen gehe ich jetzt auch wieder weg. Kannst bei mir arbeiten. Danke. Ich wollte immer schon Schuhverkäufer sein. Baust du Häuser ohne Dach? Verkaufst du Schuhe ohne Sohlen? Ich würde mich schämen. Also, warum soll ich denn noch länger inmitten einem Haufen von Lügnern auf der Bühne stehen und mitlügen? Ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe einen Freund. Zwei. Und ich habe mein Gewissen. Was braucht ein Mann mehr? Der Sender Freies Berlin hat, wie Sie sicherlich wissen, seine Hörfunkprogramme zum Teil neu gestaltet, rund erneuert und nach höherer Wünschen und Erwartungen klarer sortiert. Vier Programme sind es insgesamt, drei haben wir Ihnen in der Abendschau bereits vorgestellt, bleibt das vierte, das junge Programm. Chano Jobatay hat reingeguckt und reingehört und gibt bei der Gelegenheit nochmal einen Überblick über die gesamte neue Programmstruktur. 11 Tage ist sie jung, die SFB-Hörfunkreform, und schon ein Erfolg. Und jetzt kommt Ohrenbär. SFB 1 hat immer noch den Kinderfunk und begrüßt sie wie immer am Morgen. Neu sind viele Stadtreportagen über unseren Alltag, den Kiez, unsere Probleme. Neu ist auch das Neueste aus dem Umland in Berichten und Feuilletons. Noch schnittiger das neue Flaggschiff, unsere Infowelle. SFB 2,
Hier gibt es eingepackt in gute alte Popmusik die knackigste und frischste Information aus dieser Stadt, aus der Wirtschaft, aus der Politik. Der Klassik- und Kulturkanal SFB 3, jetzt neu mit Kulturen der Welt, Frauenthemen, gelesene Literatur, Hörspiel und vielem mehr. Frage an den Kollegen Hörfunkdirektor, wie fühlt man sich nach 10 Tagen Hörfunkprogrammreform? Also einfach sauwohl, weil ich natürlich heilfroh bin, dass es nicht nur endlich soweit ist, sondern dass es auch so läuft, wie es läuft, nämlich gut. Und was hören Sie mal so? Von Haus aus bin ich ein Typ, der vielleicht mehr an Klassik und damit an SFB 3 interessiert ist, aber jetzt ist mein neues Lieblingsprogramm natürlich Radio 4U, weil das so flott, so ungeheuer flott und neu präsentiert wird. Und damit meint er das neue Vierte des SFB auf 98,2. Wir sind unabhängig, unverschämt, unternehmungslustig, unbürokratisch und unterhaltend. Weshalb unser Radio auch Radio 4U heißen wird. Oder zu Neudeutsch Radio 4U. Hier gibt's jede Menge gute Musik, Soul, Funk, Pop und Rock. Und zwar so, wie es junge Erwachsene mögen, eben zum Abgehen. Musik, das ist für uns der Ausdruck unseres Lebensgefühls. Es ist die akustische Kulisse, in der wir leben und nicht einfach nur irgendeine billige Staffage. Und hier gibt es deswegen auch richtige musikalische Leckerbissen, wie zum Beispiel Toto. Radio 4U ist das erste reine Rock- und Pop-Tagesprogramm. Es ist den Musikern auf den Fersen und bringt fundierte Berichte über die Szene. Auch ist die Musik hier bei Zeiten so hart wie sonst nirgendwo in Berlin. Eben heftig, eben gut, unser Radio 4U. Also da reinhören und bei uns morgen wieder reinsehen. Das war's für heute. Schönen Abend noch.